Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Drachensagen am Fluss der Zeit. Und ja, eigentlich hatte ich jetzt vor, hier unten durch diese Tür zu gehen, aber unser guter Geode hier ist kurz vorher umgekippt und hatte eine Art Vision, dass wir dort drin einen grausamen Tod sterben werden. Ja, so rechtfertige ich das Laden vom letzten Sprung Quicksave. Deswegen ziehen wir uns jetzt definitiv erst einmal zurück. Und komm später wieder und nimm dann am besten Quano mit, weil das Vieh hat irgendwie die Eigenart, nicht so leicht sterben zu wollen. Und wir gucken mal kurz, wie viele Heiltränke wir noch hier haben. Nicht mehr so viele. Wir müssen definitiv welche machen. Haben wir dazu die nötigen Zutaten, Rezept, Heiltränke? Alkohol fehlt uns. Und Yoruga-Wurzel. Dafür brauchen wir 4 Stück. Eieiei. Naja. Dann heißt es jetzt erst einmal wieder raus hier und wir lassen diesen Ort kurz erstmal hinter uns. Wir haben nämlich noch andere Sachen zu erledigen. Nämlich diese beiden hier. Sanrayas Schwester Bescheid geben und endlich mal das mit Filiason voranbringen. Da sind wir ja das letzte Mal geflüchtet, weil wir überrannt wurden. Sozusagen. Deswegen machen wir das als nächstes. Und für den Fall nehmen wir wieder Quano mit, weil wir hatten ein paar verschlossene Kisten dort. Jetzt halt die Frage, wer dann zurückbleibt. Vorgrim oder Ardo? Ich bin ja in dem Fall für Vorgrim. So, gibt es hier Yoruga zufällig? Ich kann mir nicht anzeigen lassen, was hier wächst. Was zur Hölle? Würselkräuter. Ah, jetzt sehe ich es. Gulmond, Würselkräuter. Ein Bären, Gulmond, Gulmond. Nö. Tut mir leid, Bruder Eberhard, aber das muss dann noch etwas warten. Womit kann euch der Gesandte dienen? Kannst du uns noch was Interessantes beibringen, vielleicht? Leib des Erzes, legendäre Müll, brauchen wir alles nicht. Captain, bringen Sie uns mal hier weg. Es ist eine Ehre hierzu. Ihr wolltet, was kann ich für euch tun? Ja. Wo soll es hin? Elfenwald. So. Gut. Dann nehmen wir, wie gesagt, diesmal Quano mit. Ja, bitte. Ich entscheide mich mal für Ardo. Tut mir leid, Vorgrim. Obwohl. Ardo bleibt lieber hier. Was gibt es denn? Es soll mir recht sein. Komm lieber mit Vorgrim, du hast die lustigeren Sprüche drauf und feier es. Wie kann ich dir. Gut. Gruppe ist ausgewählt. Zum Elfenbaum. Da müssen wir eins höher. Mal kurz gucken, was haben wir an Punkten. Ich kann zurzeit keine Armbrust steigern und zaubermäßig ist eigentlich auch alles. So wie es sein sollte. Ich finde es blöd, dass Sumos Schild so langsam hält. 10 Sekunden plus Zauberfähigkeitspunkte, das ist nicht wenig viel. Ja. Was ist mit dir? Kannst du deine Fechtwaffen verbessern? Nein. Ah, Sinnesschärfe. Was? Nö. Alles gut soweit. Alari. Sanyaba Feyama. Hast du Sanraya gefunden? Ja, habe ich. Ja, sie lebt bei den Flusspiraten und fühlt sich dort wohl. Solche Menschen, wie sie hier waren? Dann muss sie weghören, um den Lärm zu ertragen. Und andere übertönen, um selbst gehört zu werden? Nicht unbedingt.
Wie man es nimmt, sie ist fasziniert von ihren Geschichten und kann schon von einigen Abenteuern berichten. Oh, wenn sie eines Tages heimkehrt, kann sie uns davon singen. Wenn sie die Sehnsucht nach dem Licht verspürt und den Weg zu uns zurückfindet. Ja, die Zeit wird es zeigen, genau. Ich bin nämlich überzeugt, dass es eine ganze Welt dauern wird, bis sie zurückkehrt. So, verlorene Schätze ist abgeschlossen. Man merkt, unser Buch leert sich. Dann geht es jetzt wieder zu den Ruinen. Dort sind natürlich die Viecher auch wieder respawned. Eitriger Krötenschemel, Würselkräuter brauche ich alles nicht. Diese Ruinen haben wir zum Glück schon hinter uns gelassen. Auch wenn ich es immer noch cool finde, dass wir hier reingucken konnten, wo wir unten rumgelatscht sind. Aber naja. Wir hatten ziemlich viel zu tun in dieser Ruine da unten. Und die sehen nicht so aus, als ob sie uns einfach durchlassen würden. Aber die waren zum Glück. Oder sind zum Glück nicht mehr so gefährlich. Weiche! Ja. Ich hätte das nicht sagen sollen. Jetzt haben sie schon Koane verwundet. Okay, zwei, die auf mich gehen, ist auch nicht so schön. Ja? Zwei Wunden auf Koano ist auch nicht so toll. Das war ja in dem Kampf gegen das Effort-Monster so mies, dass die Wunden verursacht haben. So. Das war diese Gruppe von Gegnern und da hinten ist der Sphärenriss. Genau, da wollen wir ja hin. Du sitzt da und denkst nach. Ja, und dann geht's zurück nach Tishiana. Hier wütet der Krieg ja immer noch weiter, weil wir eigentlich gar nicht wirklich weg waren. So, jetzt gucken wir uns, bevor wir Filiasa durchs Löwentor folgen, erstmal ordentlich um, weil man sieht, hier sind schon wieder Horde Gegner. Die war nicht auf die... Ja, genau. Guano, hilf mal gegen den da. Ah, aber wir machen guten Schaden mittlerweile gegen die Horden des Namenlosen. Und den letzten weg, bevor er mich tötet, bitte. Gut, gucken wir mal, was hatten sie dabei? Verband. Ja. Pfeile. Und Sehnen. Tishiana Goldmünze, genau, die sind wertvoll. Auch wenn wir jetzt mittlerweile einen Haufen Geld haben. Einbeeren, Bullmannblatt und Lederbänder. Oh, da hinten sind noch mehr Hordekrieger. Und ein Hordenoger. Ja.
Ich würde mal sagen, auf den Ogre drauf. Ja. Mit ordentlich Schmackes. Ei, Achtung! So, zwei Wunden. Das ist schon mal nicht schlecht. Und da hat es der Ogre umgehauen, hä? Bei einer Spark! Ja. Au, das ist weniger gut, dass Fyris hier übermannt wird. Und ich sollte mich erstmal auch. Werde ich beschossen? Hab so das Gefühl, dass ich beschossen werde. Oder dass mich der Ogre dauernd trifft. Ja. Weiche! Töte den Ogre, Fyris. Ja. Angriff! Und du schlägst auf den da drauf. Wie viel hat der Ogre? Hat er schon 4 Wunden? Ja, hat er. Halt ich mal selber. Und ich. Guck, dass ich den Ogre wegblitze. Ja. Guado, du kannst auch was machen. Komm schon! Nein, du machst erstmal Sternenwurf. Also, beziehungsweise Sternstaub. Fyris hat wieder genug, dann kann sie den Ogre endlich loswerden. Sternstaub. Und du haust drauf. Und ich kümmere mich nicht mehr um den Ogre, ich blitze einfach die Horde-Krieger. Genau. Auch wenn Quano jetzt gefallen ist. Ja. Steht ja eh nur noch der eine Horde-Krieger hier. Einer weniger. Gut. Quano vom Arzten. Du hast nichts Besonderes, aber wir nehmen trotzdem mal alles mit. Und wir haben sogar eine Palastwache. Batar! Die Horde des Namenlosen! Der Palast wird... Ja, das wissen wir schon, dass der angegriffen wird. Gut. Erzählung zu den Göttern? Nö, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt lesen. Ah, da steht eine Truhe. Die funkelt doch so schön. Was ist hier drin? Goldmünze. Ja. Haarnadeln und. Was? Ein Schleifstein. Und jetzt können wir mal da oben bei dem Händler nachgucken. Ah ja, da sind Leute. Da ist ein Labor. Da unten stehen sogar Wachen, die kämpfen. Ja, mitten im Kriegsgebiet sind wir. So, Heiltränke gemacht und an Vorgrim. Und da liegt noch ein toter Hordekrieger. Altes Brötchen und Fellfetzen. Okay, hier sind alle versammelt, sogar der Hüter des Wissens. Hier glitzert was. Nee, nichts Interessantes.